Mutter Amal ist verzweifelt. Ihre Tochter Saha soll die Familie verlassen, aus Dänemark abgeschoben werden, zurück nach Damaskus, wo sie niemanden mehr kennt. Niemals kann ein junges Mädchen allein in Damaskus leben. Es ist unmöglich, es gibt Vergewaltigung, Kidnapping. Es ist überhaupt nicht sicher, sie kann da nicht alleine hin. Seit 6 Jahren lebt Familie El Rifai in Arbenra im Süden von Dänemark. Nach ihrer Flucht aus dem Krieg in Syrien fanden sie hier Sicherheit. Als ich nach Dänemark kam, wollte ich mit meiner Familie hier ein neues Leben anfangen. Wir kamen in diese Stadt und ich war glücklich. Ich dachte, ich könnte für immer hier bleiben. Bis plötzlich ein Brief vom Ausländeramt kommt, der ihre Aufenthaltserlaubnis widerruft. Saha legt Berufung ein. Berufungsbehörde für Flüchtlinge, Entscheidung am 25. März 2022 über eine Beschwerde der syrischen Bürgerin Saha Mahmoud Al-Rifai. Sie sagen, ich würde abgewiesen. Meine Aufenthaltsgenehmigung wird nicht verlängert. Meine Mutter und mein jüngerer Bruder können bleiben. Ich werde als Einzige ausgewiesen. Saha besucht in Arbenra die Oberschule. Die 21-Jährige ist fleißig. Sie arbeitet hart für ihre Examen und ist eine gute Schülerin. Ich habe viele Freunde hier. Ich lerne Sprachen und ich habe einen Traum. Ich will nämlich Ingenieurin werden. Meine Schule ist wirklich mein zweites Zuhause. Doch seit die dänische Regierung ihre Heimatstadt Damaskus zu einem sicheren Ort erklärt hat, ist alles anders. Saha soll wie insgesamt 400 Syrer Dänemark verlassen. Die Ausländerbehörden waren zu keinem Interview bereit. Migrationsexperten sprechen von Abschreckungspolitik. Dass Syrern die Aufenthaltserlaubnis entzogen wird, ist Teil der Strategie. Dänemark zeigt sich als restriktives Land in der Asyl- und Migrationspolitik. Und das, obwohl es keine Rückkehrvereinbarung mit Syrien hat. Es gibt daher keine Möglichkeit, Syrer zwangsweise dorthin zurückzuschicken. Saha droht deshalb ein Abschiebelager irgendwo in Dänemark, wie dieses hier in Ellebæk. Die 21-jährige Syrerin Rahima Abdullah ist Jugendvertreterin im dänischen Flüchtlingsrat und Aktivistin. Sie kennt viele Fälle wie den von Saha und will ihr helfen. Es fing in der Schule an, wo ich eine Freundin hatte, Aya. Sie kam eines Tages und erzählte, sie habe solche Angst, weil ihre Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert werden sollte. Weil Dänemark erklärt hatte, Damaskus sei sicher für die Rückkehr. Also gingen wir zu den Medien. Das war unsere einzige Möglichkeit. Man kann doch nicht jemandem sagen, der sich hier integriert hat, sie solle zurück nach Damaskus. Damaskus ist nicht sicher. Der öffentliche Kampf für Ayas Fall hatte im vorigen Jahr schließlich Erfolg. Sie durfte bleiben. Seitdem melden sich bei Rahima bis zu 5 Syrer am Tag, überwiegend Frauen. Jüngere Männer werden nicht abgeschoben, weil ihnen der Militärdienst in Assads Armee droht. Manchmal kann ich abends nicht einschlafen, weil ich so viele schwere Fälle sehe. Ich nehme mir das zu Herzen. Als ich Sahars Fall auf Facebook gepostet habe, kontaktierte mich ein Abgeordneter, der darüber schreiben will. Vielleicht kann er noch helfen. Für Saha aber bedeutet ihre alte Heimat vor allem Erinnerung an den Krieg. Als ich in Syrien war, gab es Kämpfe und Bomben. Hier fühle ich mich viel sicherer. Ich habe meine Familie hier und ich bin hier eigentlich aufgewachsen. Ich gehöre doch zur dänischen Gesellschaft. Nur sieht es so aus, als ob diese dänische Gesellschaft sie nicht will.